Moin moin und herzlich willkommen meine lieben Leute zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass du wieder mit am Start bist und mich heute bei meinem kleinen Küchenaufbau-Ausbauprojekt unterstützen möchtest. Wenn euch das Projekt gefällt, wenn euch Valheim gefällt, wenn euch der Content gefällt, lasst gerne mal ein Like da und abonniert den Kanal völlig kostenlos für euch. Und es würde mich halt ungemein unterstützen. So, das soll hier der Grundriss werden für unsere Küche, Schrägstrich für den Küchenanbau. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie wir das einigermaßen vernünftig hinbekommen. Vor allen Dingen auch mit dem Dach, beziehungsweise mit dem Kamin. Das ist halt so eine Sache. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ziehen den Boden ein. Ich habe ein bisschen Holz besorgt. Klar. Wir sind ja vorbereitet. Beziehungsweise müssen wir noch eine Quer... Müssen wir eigentlich nicht, ne? So. Hier hinten... So sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich muss mal gucken, vielleicht machen wir hier noch so ein Querding rein. Ich würde nämlich gerne hier, ich weiß es noch nicht, den Herd reinziehen. Wir machen erstmal, wir brauchen aber nicht viel. So, bauen, Möbel nicht, bauen wollen wir, so. Machen wir erstmal zack und zack und dann hauen wir den Boden rein. Längs. Und hoffentlich bleibt es trocken. Aber sieht doch gut aus vom Wetter. Ja, können wir endlich anfangen, mal richtig zu kochen mit dem Kessel, ne? Das ist ja doch ganz entscheidend. Fehlende Voraussetzungen. Natürlich haben wir kein Kernholz, aber ich hab was vorbereitet. So. Ich hoffe, der macht das jetzt auch auf die richtige Höhe. Und nicht so komisch. Sieht aber gut aus, oder? So. Machen den Boden wieder rein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ihr wisst es. So. Dann bitte einmal. Vielen Dank. So, ich glaube, das haben wir hier oben gar nicht gemacht. Kann das sein? Nö, haben wir nicht. Dann können wir das ja hier auch wieder rausnehmen, ne? So. Ja, ist die Frage, wie machen wir das mit dem Dach? Mit dem Dach. Egal. Es wäre geil, wenn du snappen würdest. Warum tust du das nicht? Müssen wir hier auch eins höher gehen? Kann das sein, dass das hier nicht anständig einrastet? Wie sieht denn das aus? Nee, das sieht... Verstehe. Das sieht komisch aus. Müssen wir doch eins höher, hm? Ist aber nicht so das Problem. Wahrscheinlich hätte auch ein Pfeiler da drauf getan. Ah, ist egal. Dann sind wir auf der gleichen Höhe wie der andere Teil des Gebäudes. Und dann ist das halt so, ne? So. Jetzt können wir auch die Ecke setzen. Und hier. Und hier. Und auch hier. Und...
Na? Ach Gott, schon wieder. Warum werde ich denn ständig angegriffen hier? Was soll denn die Scheiße immer? Was ist denn nur los? Wo kommt ihr denn jetzt her? Mal. Ihr müsst doch hier irgendwo spawnen. Hier muss doch irgendwo ein Durchgang sein. Das kann doch nicht sein. Aber hier ist doch alles zu, ne? Eigentlich. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das geht mir ein bisschen auf den... Ne? So ein bisschen geht mir das schon auf den Sack, muss ich sagen. Komm, wir aktivieren die Brandpfeile. Ich sagte Brandpfeile. Mein Gott. Mann, 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 ey. Geht mir echt auf den Sack. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Es wird Zeit, dass wir Stein haben. Es wird Zeit, dass wir Steinmauern bauen können. Kann doch nicht sein. Wie lange will der Wald sich denn da noch bewegen? Mann, 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 Gräuling da unten. So, können wir jetzt weitermachen hier? Furchtbar, furchtbar. Ich weiß nicht, warum man mich hier so oft angreift. Wenn ihr das wisst, warum ich hier... Also, regelmäßig, bedeutend öfter, als ich das eigentlich kenne, angegriffen werde, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare, ob man da auch irgendwas gegen machen kann. Weil, ihr wisst, das nervt. So. Guck mal, ist das Dach direkt geschlossen? Zack, zack, zack. Wunderbar. Das ist halt so die Frage, wie machen wir das nachher mit der Kochstelle? Aber ich würde sagen, das gucken wir gleich. Wir machen das jetzt erstmal zu. Und dann überlegen wir uns, wo hier was, wie, auch wegen Kochen, platziert werden soll. Und ich habe kein Holz, natürlich nicht. Kein Problem. Wir haben Holz. Kernholz kann wegschmeißen. So. Auch nicht. Was? Mensch! Das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Auch nicht. So. Können wir den hier wegnehmen? Ja, ne? Wir könnten ja eigentlich... Wir könnten ja eigentlich... Sollen wir das Lager hier lassen? An der Seite? Wollen wir das jetzt eins rausnehmen? Komm, wir experimentieren mal ein bisschen. So, wenn wir jetzt hier die Feuerstelle hinmachen. Hier so. Was brauchen wir denn fürs Feuer? Stein. Stein. Stein.
Und da müssen wir gleich mal die Schmelzen neu besetzen. Bauen, Boden. So. Ich muss mal eben gucken gehen. Nicht, dass da meine Schweine angegriffen werden. Dann flippe ich aber aus hier. Na komm, Kollege, geh. Nee, das sieht einfach so aus. Wo willst du jetzt hin? Mensch, hau ab jetzt! Los, verzieh dich. Okay, alles gut. Das hörte sich nur so an. Aber da wurde ein Schwein geboren. Also, alles gut. So. Der Anbau. Die Kochstelle. Machen wir hier. Machen wir hier. Machen wir hier. Na komm. Raste ein. Genau. Machen wir hier hin. Zack. Zack. Dann müssen wir hier aber noch einen Pfeiler setzen. Dafür brauchen wir natürlich wieder Holz. Klar. Ja, ich trage zu viel. Machen wir hier einen weg. So. Vier. So. So. Dann ist das hier auch schon mal soweit safe. Dann können wir das nämlich hier zumachen. So. Boden rein. Und hier machen wir dann die Feuergedönsstelle. Verschiedenes Feuer. Einmal. Zweimal. Dann kann das nämlich hier schön so. Wie wir sehen, haben wir kein Holz. Wie wir sehen, müssen wir mal eben alles reparieren. Zack, 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 zack. So, das ist ziemlich offen, ne? Das ist ziemlich offen. Ich überlege, ob wir die Decke noch abhängen, einfach. Aber das können wir auch erstmal so lassen. Beziehungsweise, ob wir das nicht... Später, ob wir das nicht hier einfach rausziehen. Wisst ihr, was ich meine? Zap, zap, zap. Feuer hier vorne hinstellen. Lasst uns das mal basteln. So, wir machen jetzt hier quasi das Feuer. Machen da hinten einfach zu, oder lassen wir es einfach so? Wir lassen es einfach so. Und das hier offen. Na komm schon, das ist doch nicht zu fassen. Sieht nicht so geil aus, ne? Sieht nicht so geil aus.
Freunde, ich bin noch nicht zufrieden mit der Optik. So ist zu, ne? So. Dann. So als Abzugshilfe. Die Frage, ob das funktioniert, was ich hier so vorhab. Ne, ist falsch rum. Boah, und das hier. Wenn wir nämlich das hier nehmen. So, dann hängen wir das alles eins ab. Und dann müsste es doch eigentlich funktionieren, das, was ich hier so vorhabe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So. Dann können wir nämlich die Wand hierzu wieder wegmachen. Freunde, es dauert, kann sich hier nur noch um Stunden handeln. So. So, so. Ach, wir können natürlich nichts tragen, das ist klar. So, dann machen wir das hier dicht. Na komm, Mensch. Nervt doch nicht. Hier hat es meine Treppe zerlegt. Ist klar. Kein Problem. So. Dann machen wir das hier zu. Lassen das hier quasi eins aufsteigen als Kaminabzug. Was haltet ihr davon? Hier so. Ruckel, ruckel. Gucken, ob das funktioniert. Sieht nicht schön aus, ne? Sieht überhaupt nicht schön, ist egal. Ist egal, wir gehen erstmal schlafen. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen erstmal hier aufräumen. Metall, Metall, Metall. Ach, ich weiß, wenn ich das Zeug mal alles leer räumen würde. Habt ihr recht, ihr habt ja recht. So, das. Harz kommt hier hin, so. So, 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 aufräumen. Da rein haben wir noch Holz, Hammer. So. Und dann gehen wir mal eben pennen. Sodala. Dann setzen wir direkt wieder alles an. Und dann müssen wir nochmal da mit dem Kamin gucken. Das ist noch nicht so. Das gefällt mir noch nicht. Gefällt mir noch überhaupt nicht. So, wir brauchen 10 davon. 10.
davon. So. So. Und dann nochmal 25 Holz reingeschmissen. 25 Holz. So, dann läuft alles wieder mal. Futtern. So. Wie machen wir das hier draußen? Wie machen wir das? Lassen wir das so laufen, wie es ist? So, oder machen wir es zu? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gefällt mir alles optisch nicht. Das sieht alles komisch aus. Wir lassen es. Wir machen einen ganz normalen. Ganz normalen Kamin. Tut mir leid. Aber das ist nicht meine Welt. Das sieht nicht gut aus. So. Es sieht nicht gut aus. Dann brauchen wir noch einmal Kernholz gleich. Na komm. Einmal Kernholz, bitte. Genau so, wunderbar. Okay. Hat ja keinen Sinn, das sieht ja scheiße aus. Das ist einfach... Einfach Humbug, dann setzen wir das nämlich hier hin. Setzen wir das Feuer hier hin. Machen das auf bis hier. Ihr habt es gesehen, ne? Das passte nicht von der Höhe. So, jetzt müssen wir ein bisschen basteln hier oben. So. Dann geht es nämlich hier wieder rein. So. So. So, dann ist der hier zu. Das ist doch schon mal ganz geil. Das ist offen. Oder wir machen es noch ein höher. Wobei, das geht eigentlich so, oder? Dann brauchen wir Steine. Steine. Nur so ein paar. Dann das Feuer. Einmal und zweimal. Das müsste doch jetzt... Ich glaube, wir machen es wirklich eins höher.
So. Müsste doch abziehen, oder? Müsste abziehen. Meine Stimme geht weg. Ja, immer noch erkältet. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Man wird einfach nicht gesund. Es ist nicht schön. So. So sieht es doch gut aus, oder? So kann man das doch mal machen. Schub, 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 schub. So, dann können wir hier zweimal. Also wir müssen erstmal den Kessel. Da brauchen wir 10. 10, 10, 10. Und die Schmiede müsste eigentlich reichen bis hier, ne? So, 10 mal Zinn. Schub, schub, schub. Die Kohle flutscht hier weg. Kohle 10 mal. Hammer. Hammer, Hammer. Na komm. So. Machen wir den hier hin. So, ne? So. Hey, Wildstürfleisch, was war das? Metmischungen. Können wir denn schon ein Metfass herstellen? Nö. Nö, warum denn auch? Was brauchen wir denn fürs Fass? Das ist jetzt die Frage, ne? Metmischungen können wir, aber ein Fass können wir nicht herstellen. Okay, das ist merkwürdig. So, guck mal, dann können wir das hier eigentlich noch zumachen, dann können wir hier ein Lager platzieren. Ja, geil. Was brauchen wir fürs Fass? Wer weiß das? Genau, jetzt machen wir das hier noch zu. Machen wir es ganz zu. Ja, komm. Oder machen wir es nur halb zu. So machen wir es nur. Na, ruckel. Ruckel doch nicht so. Guck mal. Ist nicht so optisch nicht so geil, ne? Optisch nicht so fein. Lassen wir es offen. Was soll's denn? So, Möbel. Möbel, so. Und so. Da müssen wir auf die halbe Höhe noch mal gehen. Leute, wir werden hier auch noch irgendwann fertig, keine Sorge. Fehlende Voraussetzung. Natürlich fehlt das Holz. Klar. Guck mal, einen Stein können wir wieder wegräumen. So, meine lieben Leute.
Dann sortieren wir das hier alles mal, ne? So, Beeren, Honig, Pilze, Beeren, Honig, Pilze, Kräuter und fertige Mahlzeit. So, ja, ich beschrifte das gleich alles. Keine Sorge. Fertige Mahlzeit, guck mal. So, dann kann das nämlich alles weg. So, kann das weg. Was ist denn, wenn wir das so machen? Das kann man doch machen, oder? Das sieht doch eigentlich aus. Ich würde die Decke auch gar nicht groß abhängen. Ich würde es einfach mal so lassen. Nur mal ein paar Fenster installieren, wa? So. Dann versuchen wir es doch noch mal mit der Fensterbank. Hey. Ja, nice. Nice, nice. Hier vielleicht noch eins. Wobei wir ja hier wahrscheinlich, na komm, nachher noch ein Fass installieren müssen. Nee, komm, wir lassen das hier zu. So. Leute. Meine Lieben, vielleicht müssen wir auch erst noch eine Metmischung herstellen. Ich habe keine Ahnung, ne? Gift, Widerstand, geringe Ausdauer, lecker. Metmischung, lecker. Gesundheitsregeneration sind verringert. Gesundheitsregeneration 50, Ausdauer. Also Gesundheit und Ausdauerregeneration sind verringert. Gesundheit minus 50, Ausdauer plus 100. Das ist doch auch falsch übersetzt, oder? Naja, gut, meine Lieben, das soll es dann für diese Folge auch wieder gewesen sein. Wir haben schon wieder einen Anbau gebaut. Ich mache den Kamin noch fertig und dann werde ich nochmal ein bisschen Beeren, Pilze und so ein Gedöns farmen und dann in der nächsten Folge rüsten wir uns aus mit der Bronzerüstung, machen ein paar Waffen fertig. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns schon mit dem Typen da kloppen. Was ist das denn hier für eine Optik? Das kann ja nicht richtig sein, oder? Das sieht doch komisch aus. Ist das hier auch so? Nö. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge uns ausrüsten, waffentechnisch ausrüsten. Und dann eventuell auch schon den alten machen, wenn ich dafür alles habe. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwelche Trophäen oder sowas brauchen. Muss ich mal schauen. Machen wir aber dann alles gemeinsam. In diesem Sinne, mein Name ist Severus und ich bin raus.